Hier jeden Samstag versammeln wir uns, damit wir die Aufmerksamkeit nach Iran schieben und immer wieder sagen, was im Iran passiert. Nicht nur im Iran, sondern in dem ganzen östlichen Bereich. Ja, es tut mir leid, dass man mich vielleicht nicht so gut hört, aber vielleicht ist es dann auch die Möglichkeit, dass man etwas näher zusammensteht und vielleicht wirklich besser zuhört. Was ist in dieser Zeit jetzt passiert? 9 Monate sind vergangen. 9 Monate, wie schon gesagt, stehen wir im Ausland auf der Straße. Und seit 9 Monaten sind die Menschen auch im Iran auf der Straße und zeigen ihren Widerstand in verschiedenen Formen. Es war eine ganz lange Zeit, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind. Immer wieder gibt es das natürlich auch heute. Aber durch diese starken Repressionen haben natürlich auch viele Menschen Angst, auf die Straße zu gehen. Deshalb zeigen sie es auf andere Arten. Viele Frauen haben ihr Kopftuch abgenommen. Viele Männer tragen kurze Hosen. Alles, was nicht sonst erlaubt ist. Wir haben verschiedene Arten von Protesten, wie zum Beispiel Streiks. Streiks sind sehr, sehr wichtig und die finden immer noch statt. Rentnerstreiks, Arbeiterstreiks, so protestieren die Menschen gegen die Islamische Republik. Es gibt viele Sachen, die wir natürlich auch heute sagen möchten, aber am allerwichtigsten finde ich, nach 9 Monaten muss man sich ja fragen, okay, seit 9 Monaten berichten wir über das, was im Iran passiert. Ich denke, viele, viele Menschen wissen langsam auch, was die Islamische Republik mit den Menschen im Iran macht. Wir reden über Terror, über Hinrichtung, die es immer noch diese Woche sogar gab, an einem kurdischen jungen Mann. Wir reden über Folter, über Vergewaltigung im Gefängnis. Wir haben über 20.000 politische Gefangene. So viele Menschen sind wieder in den letzten 9 Monaten getötet worden, ermordet worden. So viele wurden erschossen, also wurden auf ihr Auge geschossen, sodass sie erblindet sind. Aber die Bundesregierung, die EU, die Politiker haben sich immer wieder solidarisch mit Worten gezeigt, wie schlimm es doch ist im Iran, wie das die Islamische Republik bloß nur mit der iranischen Bevölkerung machen kann. Aber es waren nur hohle Worte. Es ist nichts passiert. Nichts haben sie getan. Es gab ein paar kleine Sanktionspakete, aber auch die waren lächerlich. Was erwarten wir aber von der Bundesregierung? Die Bundesregierung, das müssen wir wissen und das ist das, warum wir auf der Straße sind. Die Bundesregierung, Deutschland ist der größte Handelspartner in der EU für den Iran. Und wissen Sie, die Menschen sagen immer, diese Flüchtlinge, die sollen alle nicht kommen. Ja, und das ist doch jetzt wichtig. Es ist doch wichtig, dass wir die Fluchtursache bekämpfen. Die Fluchtursache muss in diesen Ländern bekämpft werden. Und wenn wir in einem Land sind wie Iran, wo die Menschen auf die Straße gehen, sich töten lassen, weil sie für Freiheit, für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung auf die Straße gehen, wenn die das alles tun und wir aber im Ausland nicht solidarisch sind, dann ist es doch klar, dass viele Menschen auch wieder flüchten vor diesem Elend, weil sie in Sicherheit leben wollen, weil sie ihre Kinder in Sicherheit bringen wollen.
Genauso gilt das für Afghanistan, für Syrien, für alle anderen Länder, wo Krieg herrscht, wo Diktaturen sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch hier in Deutschland solidarisch sind mit Menschen, die in einer Revolutionsbewegung sind in ihren Ländern. Dass wir die Stimme dieser Menschen sind. Und was können wir tun? Wir können genau das tun, auf Kundgebungen gehen, so wie heute, wenn wir jetzt hier mit 1000, 2000, wenn wir mit Massen auf die Straße gehen würden, würden wir natürlich viel mehr gesehen werden, dass viele Menschen mitkriegen und erfahren, was in diesen Ländern wie Iran, Afghanistan passiert, dass wir das weitergeben an unseren Freunden. Und unsere Verpflichtung ist, wir wählen diese Politiker in der Bundesregierung. Und da müssen wir jetzt den Abgeordneten schreiben, unseren Abgeordneten schreiben und sagen, stopp den Handel mit dem Iran. Keine Gespräche mit dem Iran. Wissen Sie, es wurde gesagt, ja, es gibt keine Gespräche, aber doch, direkt vor 3 Tagen, also am 23. diesen Monats, gab es ein Treffen mit der iranischen Regierung. Und da waren die Gespräche nicht über die Hinrichtungen oder was im Iran passiert, über die Menschenrechtsverletzungen. Nein, es wurde nur über das Atomabkommen gesprochen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für die Bundesregierung, für die EU, die Menschenrechte keine Bedeutung haben. Es geht nur um Geld, Macht und Gier. Und deshalb müssen wir die Menschen, die wir wählen, den Abgeordneten, unseren Politikern sagen, es reicht. Es reicht keine Gespräche, keine Deals, kein Handel. Der Iran muss, die Islamische Republik muss isoliert werden. Die Revolution, das müssen die Menschen im Iran tun. Wir können hier nur laut sein und sagen, was im Iran passiert und immer wieder die Menschen auffordern, sagt den Politikern, dass ihr zusieht. Ihr könnt Petitionen unterschreiben. Es gibt Petitionen, die unterschrieben werden können. Es gibt diese Möglichkeiten, diese Abgeordneten, also das ist ein Punkt, finde ich, bei den Wahlen aufzupassen, wen wir wählen. Und den Politikern zu sagen, dass wir wach sind, dass wir nicht mehr diese Menschenrechtsverletzungen auch dulden. Einmal natürlich unterstützen wir so die Menschen in diesen Ländern wie im Iran, wenn wir solidarisch sind. Auf der anderen Seite, sage ich ja, gibt es ja genug Deutsche, die nicht wollen, dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Fluchtursache bekämpft wird und nicht die Willkommenskultur. Es ist schön, dass man willkommen sagt, aber wieso müssen die Menschen überhaupt flüchten? Wieso müssen Menschen aus anderen Ländern flüchten, die noch nicht mal die Sprache von Deutschland verstehen, wo sie wieder alle bei Null anfangen müssen? Keiner flüchtet einfach so. Zumindest nicht die Mehrheit der Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Kundgebungen gehen, dass wir laut sind, dass wir solidarisch sind, dass wenn sie Videos sehen, dass sie diese Videos teilen, dass sie immer wieder zeigen, weil wie sie sehen, die Medien hier in Deutschland berichten nicht über das, was im Iran passiert. Außer jetzt gerade vor ein paar Tagen CDF. Wir haben den Herrn Jörg Braser, der ist Journalist bei CDF und der hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Report gemacht und hat berichtet, wie schlimm es ist, wie in Esfahan, eine richtig schöne Stadt in dem Iran, dass da die Straßen leer sind, weil die Touristen weggefallen sind. Aber die Menschen und die Touristen wären aber sicher, das war seine Aussage. Keinem würde was passieren, die Menschen sollen kommen, weil der Iran ist so schön. Das ist Wahnsinn, was er da sagt. Wenn man die Berichte vom Verfassungsschutz sich jetzt gerade, die neuen Berichte vom Verfassungsschutz sich durchliest, dass den Bericht vom Auswärtigen Amt sich durchguckt, da steht, nein, Iran, da ist eine Reisewarnung für den Iran. Vor allem für Deutsch-Iraner, für mich, die beide Staatsbürgerschaften haben. Ich habe den deutschen Pass und den iranischen Pass, weil den iranischen Pass kann ich nicht abgeben, weil Iran das nicht zulässt. Das heißt, fliege ich in den Iran, bin ich eine Iranerin und keine Deutsche mehr. So wie Nahi Taravi, eine Kölnerin, die jetzt schon seit vielen Monaten im Gefängnis sitzt. Und auch Jamshid Sharmat, ein Deutsch-Iraner, der auch im Gefängnis sitzt und die Todesstrafe bekommen hat.
nur weil er politisch aktiv ist, nur weil er gegen dem Regime gesprochen hat. Genauso wie ich und wie alle Menschen, die hier stehen. Für uns, der Verfassungsschutz hat jetzt gerade geschrieben, dass das für uns ganz schlimm ist, dass wir jetzt hier stehen. Wir sollen aufpassen, weil die Spione der islamischen Regimes auf den Straßen sind und uns registrieren. Weil sie auch uns hier als Geisel nehmen können und in den Iran bringen können. Weil Geiseldiplomatie ist für Iran ganz wichtig. Deshalb, will einmal aufhören, dass ein bisschen Musik läuft. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke, dass Sie hier sind. Wir sind jeden Samstag hier und wollen die Stimme dieser Menschen sein, die leider nicht gehört werden. Es ist nun fast ein Jahr her, seit wir geworden sind. Und wir haben nichts zu euch zu sagen. Wir haben nichts außer ein Wort. Nein! Nach der Wiedereinführung der Gender-Apartheid und die Verpflichtung zum Tragen des formalen Hijab, nachdem das Wasser für die Sitzstreikenden abgeschaltet wurde und Gewalt angewendet wurde, betonen wir noch einmal, dass nichts mehr zurückgedreht werden kann. Nach all den Sternen, die ihr auf den Boden gezogen habt, jeden Tag ist der Himmel noch immer voller Sterne und das Blut tropft weiter aus der Wunde, die im September geöffnet worden ist. Wir stehen weiter Hand in Hand für die Freiheit. Wir haben nur ein Wort für euch. Nein! 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 Frau, Leben, Freiheit! 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 Freiheit für alle politischen Gefangenen! 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 Ich wiederhole nochmal, leider haben wir heute kein Mikrofon. Aber wir versuchen so laut wie möglich zu reden und es wird auch aufgenommen durch den lieben Lothar. Ihr könnt es dann bei Münstertube, bei YouTube ja, auch später sehen, in den nächsten Tagen. Wer interessiert ist, kann sich nochmal, auch die letzten Wochen war Lothar so nett und hat es immer wieder aufgenommen. Könnt ihr euch die Statements von verschiedenen Leuten auch nochmal anhören und ja, danke.